Okay. Machen wir das Ding mal auf. Das ist das neue Zuhause. Okay. Halt mich, ich friere. Max! Hab dich vermisst, Max! Lass ihn runter, Max. Ganz langsam. Ganz locker, Captain. Das ist Klaus, ist auf unserer Seite. Gehörte mal zum Regime, aber jetzt nicht mehr. Aber wie ist das möglich? Wir sind im Herzen von Berlin. Mitten unter ihnen. Der letzte Ort, an dem sie suchen würden. Hören die uns nicht? Sprechen sie einfach leise, hm? Scheiße. BJ Blazkowicz. Das war ja klar. Nur sie sind so dumm, am helllichten Tag herzukommen. Madame. Schön, dass du zurück bist, Frank. Carolina, sie leben. Wenn man in Sackscheißen Leben nennen kann. 3 Wirbel pulverisiert. Und Sie? Schädeltrauma. 10 Zentimeter langes Schrapnell in der Rübe. Ist noch immer drin. Darm durchtrennt. Septischer Schock. Zertrümmertes Becken. Gedächtnisverlust. Kriegstrauma. 14 Jahre in der Klapsmühle. Schön, Sie zu sehen, William. Tja. Und was können Sie tun? Was machen Sie denn hier? Auch schön, Sie zu sehen, Thekla. Sie sollten eigentlich tot sein, Fergus Reed. Sie waren 3 Monate weg. Das ist nicht seltsam. Keiner kommt aus Eisenwald zurück. Und Sie, eine Ewigkeit spurlos verschwunden. Und ich habe viel über Sie gehört. Angeblich 1946 gestorben. Falschinformationen wie immer. Sie, ich weiß noch nicht mal, wer Sie sind. Seltsame Unbekannte. Also daran habe ich nicht gedacht. Ich muss mein ganzes Modell überdenken. Schönen Dank auch. Ich höre interessante Dinge aus London. Ich habe einen Ordner mit dem Titel Projekt Flüsterton. Ist aber gerade verliehen an Klaus, glaube ich. Würden Sie ihn mir bitte beschaffen, Captain? Mit Ihnen auf unserer Seite können wir einiges bewegen. Setzen Sie sich doch zu mir, Fräulein Anna. Hören Sie sich durch diese Frequenzen. Wenn etwas London betrifft, notieren Sie die Zeit und schreiben Sie mit, so viel Sie können. Hier sind ein Stift und Papier. Kann ich an die Schreibmaschine? Sie können tippen? Ja, meine Eltern wollten, dass ich es lerne. Ah, bestimmt für Diktate, Rezepte und so. Eigentlich nicht. Es hat mir in meiner Zeit an der Londoner Universität geholfen. Für mein Doktorat in Archäologie. Dann kam der Krieg und ich musste nach Hause. Ich war erst 16. Nun, Doktor. Bitte, helfen Sie mir herauszufinden, was dieses verfluchte Regime vorhat. Okay. Das ist ja ziemlich cool hier irgendwie. Sie finden Klaus im 2. Stock. Er sollte den Ordner für Projekt lösen. Lassen Sie mich in Ruhe, ja? Ich kenne Sie nicht. Und ich brauche keine neuen Freunde. Ja, ist ja gut, Alter. Stinkstiefel. Ich habe gehört, dass Sie nach dem Ordner zum Projekt Flüsterton suchen. Er ist nicht hier. Offensichtlich. Boah, ist ja gut. Warum sind die so aggressiv? Hallo, ich bin's hier. Blazkowicz, 14 Jahre verschwunden. Ich sehe immer noch aus wie an Tag 1. Boah, das hat gerade richtig geilen Style irgendwie. Richtig geilen Stil hier. Geschlossen. Dann oben wahrscheinlich, ne? Aber ich habe den Hammer nicht gefunden. Hast du ihn gesehen? Max Hass! Max Hass! Max Hass!
BJ Blazkowicz. Nachdem er die letzten 14 Jahre im Koma gelegen hat, wacht BJ in einer Welt auf, die vom Regime beherrscht wird. Doch es gibt immer noch Hoffnung. Versteckt im Zentrum von Berlin agiert eine kleine Widerstandsgruppe, geleitet von einer alten Bekannten, Caroline Becker. BJ schließt sich der Gruppe an, um mit ihr die Welt aus den Händen des Regimes zu befreien. Genau. Ja, als der gerade den ehemaligen Nazi da, genau, Klaus gesehen hat, musste ich direkt an Inglourious Basterds denken. Wie hieß denn Til Schweigers Figur? Hieß er nicht sogar auch Klaus oder sowas? Oder Jürgen? Was versteckt Max da drin? Ist das der Ordner zum Projekt Flüsterton? Brauche entweder eine Brechstange oder einen anderen Weg. Aha. Ach so, wenn ich so... Ach du Scheiß, Unscheiß. Jetzt mal ganz ernsthaft, Leute. Schreibt mir unbedingt mal in die Kommentare jetzt zu diesem Thema, bitte. Es hat doch einfach einen geilen Style irgendwie. Es kommt gerade richtig glaubhaft rüber. Wie soll man das sagen? So. Dieser Raum sieht unbenutzt aus. Vielleicht können wir hier schlafen. Könnte in der Mitte verbrauchen. Da liegt irgendwas, da liegt ein Schatz rum. Das, also. Hat schon ein bisschen sogar was von so Metro, oder? Nur halt. Von der Atmosphäre meine ich jetzt. Ich glaube dem das hier wirklich ab. Das könnte echt so ein Unterschlupf sein. Ich finde es gerade, ich bin echt begeistert. Deswegen schauen wir uns jetzt auf jeden Fall noch mal ein bisschen um. Sehr schön gerade. Oh Scheiße, Blazko, ich bin fertig. Ich habe seit Monaten kein Bett mehr gesehen. Scheiße, lassen Sie mich nur eine Minute schlafen. Wecken Sie mich, wenn uns der Himmel auf den Kopf fällt, ja? Oder so. Scheiße. Ja, mach ruhig, ja. Du hast es dir auf jeden Fall verdient, ja. Was steht da? Tools? Ah, da könnte vielleicht eine Brechstange drunter sein. Hier ist das Scheißhaus sogar. Da ist ein Übungsstand oder so, ein Schießstand oder wofür ist die? Wo war die Brechstange da? Ah, guck mal hier. Also von 8-Bit, war das 8-Bit? Ich glaube 8-Bit war das damals, ne? Oder 16-Bit schon? Nee, ich glaube 8-Bit. Oder? Ich weiß nicht. Vom alten Wolfenstein ein paar Bilder. Geil. Max Hass, hat der so einen eingedellten Kopf, hatte ich vorhin eigentlich richtig gesehen in der Cutscene? Sah so aus, oder? Max, bitte geh zur Seite. Max! Bitte, Max! Geh zur Seite. Das hier ist wichtig. Max, komm her! Komm schon! Alles in Ordnung. Alles wird gut. Alles gut. Es tut mir leid, ich hätte wissen müssen, dass er ihn genommen hat. Was hat er genommen? Am Himmel ziehen die Schatten, die Sterne sind die Sonne, der Mond, der ist das Schöpfer. Schlaf in den Schlaf. Ja, das erinnert mich übel an Metro von der Atmosphäre. Sehr geil gemacht.
Also bisher gefällt mir das Spiel besser, als ich erwartet habe. Ich dachte, es wird übel langweilig. Zwischenzeitlich. Also bevor es rausgekommen ist, dachte ich echt nicht, dass es so geil wird. Aber im Moment gefällt es mir recht gut. Ah, süßes Telefon. Okay, reden wir mal mit ihr. Vielen Dank, Captain Blazkowicz. Sind Sie bereit für einen Einsatz? Freunde und Kameraden, es ist soweit. Projekt Flüsterton. Es war viele Jahre in Entwicklung. Ein Hubschrauber. Dem Regime ist es gelungen, ihn nahezu lautlos und unsichtbar für das Radar fliegen zu lassen. Anya hat Funksprüche aus London abgehört und in Erfahrung gebracht, dass die einzigen drei Prototypen in der Forschungseinrichtung London Nautica stehen. Mit Captain Blazkowicz im Team können wir einen Angriff wagen. Die Tage, in denen wir uns wie Ratten verkriechen mussten, sind vorbei. Mit diesen Maschinen können wir jederzeit und überall zuschlagen. Wir werden den Wiesenau-Kreis neu aufbauen, uns bis an die Zähne bewaffnen. Wir werden uns erheben und Totenkopf für immer vernichten. Sie glauben, der Krieg ist vorbei. Dass wir schwach sind, geschlagen, nicht den Mut haben, gegen sie zu kämpfen. Und wie immer irren sie sich. Ich muss 14 Stunden fahren. Hab eine Nasennebenhöhlenentzündung. Und seit 8 Monaten nicht mehr ausgeschlafen. Also los, Leute. Denn nochmal mache ich das nicht. Du hast Eier aus Stahl, Bobby Bram. Schluss damit. Ich will's einfach nur hinter mich bringen. Memo! Beruhig dich! Komm schon! Die Papiere bitte! Danke, Sie können passieren. Fahren Sie. Vielen Dank. Du Dreckschwein. Der riesige Schandfleck von einem Gebäude, da ist das London Nautica. Das war mal die Innenstadt von London. Hab hier in den Straßen gekämpft. Erbittert und unnachgiebig Widerstand geleistet. Dann kam das Regime mit dem Auge von London und alles ging den Bach runter. Die können jetzt hier einfach machen, was sie wollen. Haben den ganzen Scheiß eingeebnet und dann diese Scheißmonster hingestellt. Eine der wichtigsten Forschungsstätten des Regimes. Luft- und Raumfahrt, echt üble Scheiße. Caroline und die anderen müssten inzwischen am Funkturm sein. Sehen Sie ihn? Anya sitzt am Funkgerät in Berlin. Hiermit können Sie sie erreichen. Hier steigen Sie aus. Bis dann, Blazkowicz. Vergeigen Sie es nicht, okay? Oh nein. Wow. Was zur Hölle ist denn jetzt los? Ich habe die Druckwelle bis hierhin gespielt. Jetzt hängt alles an Ihnen, Blazkowicz. Wir gehen auf der Spitze des Funkturms 7 Straßen von Ihnen entfernt in Stellung. Wird Sie bis zur oberen Ebene des Nautica vordringen und die Hangartüren öffnen. Dann komme ich mit den anderen Piloten hinein. Hat er sich jetzt selbst geopfert dafür? Wow, wow! Da kommen wir wohl nicht mehr lang.
Shit, shit! Haha.